da sehen wir ihn schon. Letzter K1-Kampf, Saur Akhmadov. Kein unbekannter Kämpfer in Wien. Gibt heute zwar sein K1-Debüt, hatte aber schon früher ein bis zwei Boxkämpfe. Und ja, sehr talentierter Fighter, für den es nicht leicht ist, einen passenden Gegner zu finden. Und ja, sein ursprünglicher Gegner aus Kroatien hat kurzfristig eben abgesagt. Und ja, wir sind jetzt in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm und Saur Akhmadov kommt vom Basic Sports Club. Kontrollcheck dauert ein wenig länger. Ja, scheinbar dann noch Bandagen ums Fußgelenk, die abgenommen wurden. Aber jetzt ist er im Käfig, bereit für seinen Gegner. Und sein Gegner für den heutigen Abend aus Portugal angereist, Henrique Ferreira aus dem Warsong Muay Thai. Ja, wir haben es gehört, Henrique Ferreira kommt aus dem Warsong Muay Thai Gym. Ja, und hat am Donnerstagabend vor dem Kampf erfahren und hat sich gleich am nächsten Morgen ins Flugzeug gesetzt und ist direkt nach Wien geflogen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Kommt ursprünglich aus Portugal und sein Kampfstil ist eben sehr Thai-Box-lastig. Und er ist ein sehr athletischer und kraftvoller Kämpfer. Also ich glaube, wir können uns da auf einen... Respekt, einen, kurzfristig. Ja, ja, das muss man auch einmal machen. Einspringen. Ohne da wirklich an, eine dezidierte Vorbereitung haben. Also wirklich dezidiert für das Event. Ja. Er wird schon genug trainiert haben. Ich denke, er wird schon regelmäßig trainiert haben, sonst wäre Selbstmord, sowas so zu sagen. Aber ja, das er macht schon so einen Unterschied. Aus, ja. So ein Trainingslager in Vorbereitung auf einen Kampf macht einen großen Unterschied. Ohne Trainingslager, das ist vermutlich ein Nachteil. Aber wir werden gleich sehen, was im Käfig passiert. So, da ist es okay. Und wir kommen noch schnell zu unseren Sponsoren Motion Point, Shoutout Fight League ist der Partner von der Physiotherapiepraxis Motion Point bei Mika Alteneder. Eben eine Praxis für Physiotherapie, Podotherapie und Osteopathie und sowohl präventive Therapie zur Verletzungsprophylaxe als auch individuelle Betreuung nach Operationen und Verletzungen warten hier auf dich und Infos gibt es unter motion-point.at. Da sehen wir auch noch die Infocall zu Henrique Ferreira. Dann nochmal gegenübergestellt. Und das Partnerhotel der Shoutout Fight League ist das HB1 Design und Budget Hotel in Wiener Neudorf. Und man hat dort einen 24/7 kostenlosen Check-In und bekommt Sonderkonditionen, wenn man bei der Online-Buchung in der Infobox das Kennwort Shoutout eingibt. Gut, freuen wir uns auf den letzten K1-Kampf. Letzter K1-Kampf, 3x3 Minuten wieder. Das kann MMA. Kein Ringen erlaubt. Das ist aber schon im Vergleich zu den vorigen Kämpfen. Beide Kämpfe halten mehr Distanz. Genau, ein bisschen, nicht ganz so vorpreschend. Genau, ein bisschen vorsichtiger. Mehr auf Sicherheit, was auch Sinn macht. Natürlich, ja. Henrique arbeitet mit Frontkicks. Hält den Gegner auf Distanz. Beide sehr explosiv. Ja.
Clinch. Das wird gleich aufgelöst wieder. Ja. Ja, und Sauer wirkt sehr, sehr ruhig. Ja. Er hat eindeutig den Reichweitevorteil. Das Kollege Henrique traut sich nicht ganz, die Distanz zu schließen. Zumindest im Moment. Zählt. Ich glaube, es war ein Treffer zum Körper in dem Fall. Naja, schaut aber nicht so aus. Also in den Cage dort hineingeschaut und der hat da schon sehr geblinzelt. Ja. Aber wahnsinnig starke Performance von Sauer Akhmadov. Eiskalt. Ja, ganz cool geblieben. Cool geblieben, sein Moment genutzt. Durchgezogen, ja. Ja, ein großer Respekt. Den Körper eine ganz andere Belastung, man muss hinfliegen, man muss aufstehen, muss sich vorbereiten. Man geht ein großes Risiko ein. Genau, man geht ein großes Risiko ein. Ja, wir freuen uns jetzt auf unser Post-Fight-Interview oder vielleicht auch Post-Fight-Interviews. Schauen wir mal, in dem Fall glaube ich nur eines. Ja. Henrique Ferreira schon rausgegangen. Es war eine sehr selbstbewusste Performance. Ihr habt begonnen mit einem relativ ausgeglichenen Schlagabtausch. Beide habt ihr Finten eingesetzt, habt sehr technisch gearbeitet. Du hast sie dann erwischt und konntest durch einen TKO gewinnen. Wie hat deine Vorbereitung ausgeschaut? Gib uns einen Einblick. Also meine Vorbereitung war sehr kompliziert. Ich habe zwei Gegner haben abgesagt. Und der dritte Gegner, gegen den ich jetzt gekämpft habe, hat mir einen Tag vor der Abwage zugesagt. Um 23 Uhr hat er seinen Vertrag unterschrieben. Ich bin immer bereit, egal wann, wo, wer. Für jeden. Vielen Dank. Gratuliere dir zum Sieg auf jeden Fall. Spektakuläre Performance. Ich will mich bei allen bedanken, bei meinen ganzen Freunden. Danke, Afi, danke alle. Ihr seht selber, wie viele Jungs ich hierher bringe. Merkt euch meinen Namen.